bellen für Barack. Präsidentenhund Bo weiß genau, bei welchen Wählern es sich am ehesten lohnt, um Stimmen zu betteln. Wer im Internet nach Tierfutter sucht, landet schon mal beim demokratischen Vierbeiner. Microtargeting heißt das Politmarketing, mit dem Amerikas Wahlkampfstrategen die Wählergruppen immer zielgenauer anpeilen. Mit Hilfe des Internets und der Social Networks können wir die Leute, um die es uns geht, jetzt sehr direkt erreichen. Wenn man früher Hundefutter verkaufen wollte, hat man viele Leute angesprochen, die nicht einmal Haustiere hatten. Jetzt kann man sich ausschließlich auf Hundebesitzer konzentrieren und denen dann auch gleich Bos Besitzer im Weißen Haus anbieten, Barack Obama. Wir verschwenden Zeit und Geld nicht mehr für Verbraucher, die sich eh nicht für unsere Produkte interessieren. Politisches Microtargeting, das ist eine ganz neue Marketingdimension. Herkömmliche Politwerbung, zum Beispiel bei großen amerikanischen Sportereignissen, richtet sich an die ganz breite Masse und geht an vielen vorbei. Bis zur Präsidentschaftswahl am 6. November werden Demokraten und Republikaner Milliarden ausgeben, vor allem für TV-Spots, die ja letztlich nur die kleine Gruppe der noch unentschlossenen Wähler erreichen sollen. Microtargeting konzentriert sich auf die Wähler, die mit ihrem Internetverhalten schon gewisse Vorlieben gezeigt haben. Amerikanische VW- und Mercedes-Fahrer wählen eher die Demokraten. Porsche- und BMW-Besitzer interessieren sich mehr für die Republikaner, behaupten die Internetstrategen. Klicks, die als Online-Datenspur direkt zum Wähler führen. Obama zum Beispiel muss wieder die Jungwähler erreichen. Er kämpft natürlich auch um Hispanics und um die jüdischen Wähler. Wir können inzwischen den direkten Zugang zu all diesen demografischen Gruppen liefern. Das Weiße Haus gewinnst du heute im Internet. Obama hat das schon beim letzten Mal verstanden und an der Online-Front liegt er auch diesmal vorn. Ich kriege ja täglich 2 bis 3 seiner Spendenaufrufe. Obamas Internet-Team besteht aus 20-Jährigen und wenn er richtig smart wäre, würde er auch noch Teenager beschäftigen. Aber die Republikaner holen auf beim virtuellen Händeschütteln. Auch Mitt Romney weiß ja, dass bei einer knappen Wahl wahrscheinlich der Kandidat gewinnt, der rechtzeitig Online-Kontakt zum Wähler findet und den bis zum Wahltag am 6. November nicht mehr loslässt.